Pritchard. Sind Sie zufällig noch da? Jensen, mein Gott. Sie waren tagelang offline. Wo zum Teufel stecken Sie? Ich hatte gehofft, das könnten Sie mir sagen. Ich pinge Sie jetzt an. Sie sind in Singapur. Und nach kurzer Pause geht's direkt auch mal weiter mit Deus Ex. Da stimmt was nicht, Jensen. Ich habe Sie angepingt und eine Sekunde später war Ihr GPL-Signal weg. Als wären Sie in einem schwarzen Loch verschwunden. Muss ein Störsender sein. Offensichtlich. Wenn Sie ihn finden und abschalten, kann ich Ihre Spur verfolgen und Sie enger an die Leine nehmen. Ich habe Wichtigeres zu tun, als Ihnen zu helfen, mich zu überwachen. Wenn Megan und Ihr Team hier sind, darf ich keine Zeit vergeuden. So, Störsender deaktivieren, Hinweise auf Megans Team suchen, alles klar. So, erstmal müssen wir eigentlich wissen, wo wir... Sicherheitsstufe 5. Wow. Das könnte... So, bisschen schwierig werden. So, bisschen schwierig werden. Na, mir kann's egal sein. Und tschüss. Zugriff gewährt. Geschafft. Was hat's denn hier schönes? Munitionskapazität? Das kann man immer gut brauchen. Das Problem ist nur, dass wir einfach keinen Platz haben. Egal, mach. Ne, ich hab ne Idee. Tun wir mal die Waffe jetzt schnell weg. Ich sammle sie sofort wieder danach auf. Aber erstmal benutzen wir das hier. Kombination mit dem Sniper. So. Sehr schön. Können wir ein bisschen mehr Ammo mit unserem Sniper mitnehmen. Sehr gut. So. So, und speichern würde ich sagen. Sonst gibt es vielleicht noch Ärger. So. Bam. Ah, jetzt kann ich hier ein bisschen... Jetzt wird's geil, jetzt wird's geil. Jetzt kann ich hier auch mal ein paar Leute umbringen mit meinem... Ich gehe jetzt lieber ins Lager zurück, für den Fall, dass er eine überraschende Inspektion war. Gute Idee. Scheiße, 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 scheiße. Das war knapp. Das war echt knapp. Na, ja, geh du mal ins Lager zurück. Ja. Und tschüss. P-Day. Schlafraumcode. Jenkins, das ist garantiert das letzte Mal, dass ich Ihnen den Zugangscode für den Baracken-Schlafraum schicke. Es interessiert mich einen feuchten Scheiß, ob Sie ihn in ein Taschensafe mit sich herumschleppen oder sich ins Gesicht tätowieren, damit sie ihn jedes Mal sehen können, wenn sie ihre dämliche Hackfresse in den Spiegel halten. Merken sie sich den verdammten Code 1385. Oh. Was sind denn das hier für Wörter, die benutzt werden? Meine Güte, meine Güte. Ja gut, du da, bleib mal stehen. Hilfe. So. Okay, der wäre auch erledigt. Sehr gut. Je weniger Leute hier sind, desto besser. So, gut. Ich glaube, hier hatte ich zwei Möglichkeiten, wie ich da reingehen konnte. Und zwar hier durch. Ja, yep. Oder ich gehe hier durch. Ich glaube, ich nehme mal den Weg hier. Ich glaube, der war ein bisschen besser. Ja, und tada, wir sind schon drin. Elektroschockpfeile brauchen wir nicht. Nein, die haben ihre blöden Helme. Mann, ich hasse diese blöden Helme, echt.
Ich hasse die über alles. Mann, da kann ich keine schönen Headshots verteilen. Ist viel lustiger ohne Helme. Aber nein. Na, was soll's. Können wir halt nichts machen. Müssen wir das halb so erledigen. Wo müssen wir überhaupt durch? Na komm. Aufsammeln PDA. Die würde ich auch ganz gerne mal lesen. Hallo, ich habe gerade die OC3-Reparaturen am Radarturm abgeschlossen. Das Problem bestand in einem Konformitätsverlust zwischen der Apparatur der Empfangsantenne und den Streuungskoeffizienten. Deshalb habe ich die Empfangsstärke der Richtfunkantenne erhöht und das Sendernetzteil ausgetauscht. Ich gehe zwar davon aus, dass die Interferenzen nur nominell sein dürfen, aber ich werde zur Sicherheit noch ein paar Tests des Radar-Querschnitts durchführen. Aber auch so müsste unser altes Signalrauschverhältnis auf normaler Reichweite bereits wieder auf den alten Stand sein. Ach ja, an alle, die Zutritt zur Radarkontrolle benötigen. Der neue Code lautet 0111, Frank. Kommst du hier rein? Ich wollte eigentlich so die Tür schließen, damit er sich noch umschaut und dass ich ihn dann K.O. ausschalte, aber das ging irgendwie nicht, schade. Das wäre lustig gewesen. Naja, was soll's. Ne, MP-Munition will ich keine haben, die ist blöd. Die ist absolut unbrauchbar für uns. Da wir nicht mal eine Maschinenpistole haben. Revolver ist schon um einiges besser. Und Geld können wir immer gut brauchen. Los, Batterie, lade ich bitte ein bisschen schneller auf, danke. Gut informierte Kreise berichten, dass der Augmentierungsgigant Tai Yong Medical zusätzliche Schichten fährt. Die erwartete Nachfrage nach verbesserten Bioschutz. Hä, wo ist denn der hin? Da war doch ein zweiter. Ah, da. Wieso kann er nicht sitzen bleiben? Das ist ja viel cooler. Ich bin Eliza Kassan mit einem Live-Bericht Heikes. Oh yes, sehr schön. Sind hier noch Leute irgendwo? So, was haben wir denn? Okay, nur eine Kamera, schade. Na egal. 0111. So. Störwert sendet deaktiviert. Was Sie gerade gemacht haben, Jensen. Vier unserer GPL-Signale sind wieder da. Darunter auch Ihres. Koss, Colvin, Faherty. Ich empfange Dr. Reed nicht. Schicken Sie mir die Koordinaten, die Sie haben. Und Pritchard. Melden Sie Seraph. Kann ich nicht. Während Sie nicht erreichbar waren, hat Mr. Darrow ihn, Bill Taggart und die UN-Delegierten nach Panshire eingeladen. Sie sind auf halbem Weg in die Arktis. Oh. Na toll. Super. Und nochmal ein Praxispunkt. Sehr schön. Für was verwenden wir den denn? Ist das hier? Nee, warte mal. Nee, sparen wir es auf, damit wir nachher Neutralisierung. Nee, obwohl, das kommt so selten vor. Lautlos gehen und laufen. Schneller sprinten. Ja, wieso nicht? Lautlos sprinten. Okay, jetzt muss ich die anderen Leute finden. Hacken. Oh, das wird nicht ganz einfach. Vom Schwierigkeitsgrad her. Ja, das wird sogar recht schwierig vom Schwierigkeitsgrad her. Ah, doch nicht. Nee, doch nicht. Ohne Probleme. Nicht ohne entdeckt zu werden. Geil. Zugriff gewährt. Super.
Schadensupgrade. Raketen. Sturmgewehrmunition. Sehr schön. Sowas kann man doch immer gut brauchen. Schadensupgrade. Das tun wir mal auf die Pistole, würde ich sagen. Kombinieren. Wir wollen ja das. So. Das ist praktisch, dass wir jetzt lautlos gehen können. Das ist geil. Okay, jetzt haben wir wenigstens das erledigt. Das ist praktisch. So. Jetzt müssen wir nur noch die Leute dort finden. Oh, toll. Sturmgewehr, sehr schön. Genau die Leute mag ich am allerliebsten, die ein Sturmgewehr mit sich tragen. Und speichern wir am besten nochmal. So. Hat sich da drüben jemand versteckt? Oh oh. Wie zum Teufel hast du mich gesehen? Ich schüttle jetzt gerade nur noch mit dem Kopf. Was zum Henker? Wie hat der mich gesehen? Wie? Wie? Ich verstehe das nicht. Wie? Oh mein Gott, ey. Was habe ich denn jetzt schon wieder so Schlimmes angestellt, dass ihr mich plötzlich einfach so mal... Hat sich da drüben jemand versteckt? Hallo? Wenn sich hier jemand versteckt, sollte er jetzt lieber rauskommen. Seht euch das an, das waren mindestens... Mindestens 7 Headshots. 7. Und der steht immer noch. Was? What the fuck? Nein, ernsthaft. Ich habe sogar noch Schadensupgrade gemacht. Und der hält 5 Headshots aus. 5. What the fuck? Wirklich, what the fuck? Na, dann gehe ich mal hier durch, in der Hoffnung, dass ich nicht gesehen werde. Dankeschön. Super, da kommt der nächste Wichser. Wie? Gott verdammt! Ey, echt, das ist jetzt nur noch schlimm. Wirklich. Was soll denn das? Ah, du Vollidiot, geh mal ein bisschen weiter zurück. Du störst jetzt gerade ganz schön. Verdammt, sie haben ihn gesehen. Nähern uns dem